Hallo zusammen. Heute geht es um das Thema strategische Planung. Vielleicht ein bisschen spät dran für dieses Jahr. Wir haben immerhin schon beinahe Dezember und die meisten Firmen werden ihre strategische Planung, wenn sie denn überhaupt eine machen, für 2022 schon getan haben. Auch in diesen etwas wilden Zeiten, wo man sich auf alte Forecast-Modelle und Prognosemodelle nicht unbedingt verlassen kann. Auf der anderen Seite gibt es jetzt schon knapp 1,5 Jahre Erfahrungswerte in der Pandemie, die einem vielleicht dann trotzdem hilft. Wir von der Firma Teletrain sind Service- und Supportpartner vom amerikanischen Softwarehersteller Verint. Und wir sind hier in der E-Service-Initiative für das Schwerpunktthema Workforce Management mitverantwortlich. Und dementsprechend geht es eigentlich darum, ob Firmen da draußen, die sich dieses Webinar ansehen, ein Planungstool haben und selbst wenn Sie es nicht haben und dieses Tool nicht von Verint sein sollte, können Sie sich trotzdem diesen Vortrag anhören, weil dieses strategische Planungstool von Verint auch mit anderen Softwaren oder Systemen kompatibel ist. Der Vortrag richtet sich aber auch an die Firmen, die vielleicht bisher sich mit strategischer Planung noch gar nicht großartig beschäftigen, weil sie dabei sind mit Excel-Systemen die normale Planung quasi von Woche zu überleben in ihrem Service Center und mal gucken wollen, was es überhaupt so mit Tools am Markt für Möglichkeiten gibt. Strategische Planung, ein Punkt, der bei Verint eine große Rolle spielt und der Ihnen auf jeden Fall helfen soll, in verschiedenen Bereichen die einzelnen dort auftretenden Fragen zu klären, wie beispielsweise, dass Sie dort Moment, jetzt ist hier was in der Präsentation verrutscht. So. Zum Beispiel im Bereich der Kapazitätsplanung. Fragen zu klären, wie soll ein Einstellungsplan aussehen, um bestimmte Service-Level-Ziele zu erreichen, die ich habe? Kann ich dort auch die Fragen klären, zum Beispiel in einem solchen Tool, was ist für mich sinnvoller, wenn ich neues Personal einstelle oder ob ich versuche, bei vorhandenem Personal über neue Zeitverträge nachzudenken? Also bringt es mir mehr, eventuell von den Teilzeitkräften zu versuchen, aufzustocken, anstatt neue Leute einzustellen? Beim Thema Budget. Wie viel Budget steht mir überhaupt für meine Ziele zur Verfügung? Was habe ich an Personalkosten verfügbar? Was darf ich überhaupt einsetzen und auf welches Service-Level komme ich denn da überhaupt? Und wie kann ich mein Budget versuchen, gut zu verteilen in verschiedene Personalkapazitätsstufen? Genauso gilt es darum zu sehen, wie wirken sich meine Kostenstruktur aus und kann ich das auch vergleichen zum Beispiel mit Einnahmen, die ich auf bestimmten Warteschleifen generieren kann, oder in meinem Business, wo ich davon ausgehe, dass ich einen bestimmten Umsatz pro Call beispielsweise generieren kann. Die Sachen kann ich gegenüberstellen. Wir werden das nachher sehen. Auch Anlernpläne, also Onboarding-Pläne werden gegenübergestellt und können simuliert werden. Was bringt es mir, wenn ich es schaffe, meine Mitarbeiter statt in 8 Wochen, in 6 Wochen oder in 4 Wochen beispielsweise fit zu haben? Ich kann halt eben auch bestimmte Personalkapazitäten mit Kosten hinterlegen und mit Produktivitäten im Anlernprozess. Und letztendlich der Übergang von der strategischen Planung für die Leute, die ein Workforce Management Tool einsetzen, hin zu den realen Plänen. Also sprich, wo komplette Schichten erzeugt werden, geht es hier darum, Fragen zu klären, beispielsweise im Vorgriff aufs nächste Jahr, habe ich die Möglichkeit, durch bestimmte Skilling-Maßnahmen meine Mitarbeiter zu verbessern? Habe ich die Möglichkeit, zu simulieren, wie viel ich sparen kann, wenn ich Teile meines Geschäfts outsource? Und was ist nötig, um vielleicht einen neuen Service-Level, einen höheren, wie beispielsweise 90-20 statt aktuell 80-20 zu erreichen. Warum sollte man sich damit überhaupt beschäftigen? Es gibt viele Unternehmen, auch bei unseren Kunden, die teilweise im Tagesgeschäft wenig Zeit haben, sich
über den nächsten Planungshorizont hinaus mit solchen ja, strategischen Fragestellungen zu beschäftigen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, weil man festgestellt hat, dass Unternehmen, die versuchen zu antizipieren und die sich zumindest Gedanken machen über die zukünftige Entwicklung ihres Business, eine 17% höhere Produktivität aufweisen und in der Regel auch durch bessere Planung bei ihren Mitarbeitern, wenn man beispielsweise durch vorausschauende Planung schon bestimmte Urlaubskontingente besser vorgeben kann, weil man weiß, wie sich wahrscheinlich das Anruferverhalten der Kunden in naher Zukunft entwickeln wird und ich dann dementsprechend Urlaubsslots für meine Mitarbeiter gezielter freigeben kann, als einfach nur zu sammeln und dann festzustellen, ach nee, es geht doch nicht und ich muss wieder Urlaube rückgängig machen oder Sachen verschieben, dass durch eine strategische Planung mit besserer Urlaubsplanung auch bis zu 38% weniger Abwesenheiten bei den Mitarbeitern, nicht nur durch Krankheit, sondern auch durch andere Abwesenheiten resultieren. Wir werden auch das gleich in den Profildaten von Mitarbeiterkapazitäten in diesem Tool sehen, was ich da machen kann. Es geht also im Prinzip darum, ja, zu agieren statt zu reagieren und sich daran zu wagen, Ideen zu entwickeln über mein zukünftiges Business, entsprechend zu versuchen, diese gedachte Simulation umzusetzen. Und aus dem Vergleich, wenn ich dann nachher weiß, wie ist tatsächlich ein bestimmter Monat gelaufen, wie hat sich denn tatsächlich im Vergleich zu meiner langfristigen Planung der April 2022 entwickelt, daraus dann zu lernen und diese Modelle über einen längeren Zeitraum immer wieder anzupassen. Vielleicht für diejenigen, die mit Workforce-Management-Systemen umgehen, kurze Begriffsbeschreibung, wovon wir hier reden. Ein strategischer Zyklus ist für uns ein Zyklus, den Sie in Modellierungen für ein ganzes Jahr machen, den Sie vielleicht vierteljährlich ausführen. Unserer Meinung nach ist es nicht mehr unbedingt ausreichend, sich einmal im Jahr hinzusetzen und ein ganzes nächstes Jahr zu planen, sondern vielleicht in regelmäßigen kürzeren Zyklen, auch vielleicht mit kürzeren Vorlaufzeiten für ein halbes Jahr oder maximal ein Jahr in die Zukunft zu arbeiten. Diese Szenarien, die sich nachher erstellen können, können auf monatlicher Basis oder auf wöchentlicher Basis entstehen. Aus diesem Tool heraus, wer jetzt mit Verint Workforce Management einsetzt, kann Daten daraus generieren, um in einen sogenannten taktischen Zyklus zu gehen. Der taktische Zyklus ist das, was normalerweise als Workforce Management Prozess, Planungsprozess bezeichnet wird. Das heißt, Kunden erstellen für einen Monat oder für einzelne Wochen konkrete Schichtpläne mit den ganzen Urlauben, Abwesenheiten, Trainingsmaßnahmen, konkreten Arbeitsaufgaben und mit dem sogenannten Krisenzyklus beschreiben wir ganz gerne ja das alltägliche Überleben im Contact Center, weil natürlich immer noch ein Grundsatz gilt, mach zwei Pläne und bereite dich darauf vor, dass keiner von denen eintreffen wird. Die Realität schlägt meistens dann doch die Planung und dementsprechend muss man dann auch auf täglicher Basis in der Software nacharbeiten. Das heißt, was wir haben, ist, wir haben in einem strategischen Bereich eine Prognose auf Monats- oder Wochenbasis. Es kann auch über Urlaubs- und Abwesenheitskapazitäten ein Ressourcenplan erstellt werden. Ich kann darin auch simulieren Schulungsmaßnahmen und Einstellungspools. Wann brauche ich bestimmte Leute, damit sie zu einem bestimmten Zeitpunkt X voll produktiv sind und in den Kundenservice sozusagen entlassen werden können mit gutem Gewissen. Im Krisenzyklus habe ich halt eben meine Tagessteuerung, wo ich auf Basis von Leistungsmessungen versuche zu überprüfen, ob mein taktischer Plan tatsächlich eingehalten worden ist und funktioniert hat. Und der taktische Zyklus zeichnet sich eben durch kurzfristige Prognosen aus und in der konkreten Erstellung eines Dienstplans. Und wie man sehen kann, können also zum Beispiel Ressourcen, zum Beispiel Urlaubsressourcen, Urlaubskontingente aus einer strategischen Planung verknüpft werden mit dem richtigen WFM-Tool. So auch zum Beispiel Überlegungen zu Trainingsmaßnahmen und Schulungsmaßnahmen, die aus der strategischen Prognose als sinnvoll für bestimmte Zeiträume erachtet werden. Nochmal ein Vergleich, was wir bezeichnen mit strategisch langfristig. Es geht darum, grobe Veränderungen zu bewerten.
Wenn Sie beispielsweise neue Hotlines versuchen zu planen, wenn Sie überlegen, Sachen auszulagern, wenn Sie überlegen müssen, neues Personal einzustellen oder mit dem vorhandenen Personal, was ja leider eher die Regel ist, immer mehr leisten müssen. Sie können versuchen, einen Entwicklungsfahrplan zu gestalten, sollten Sie neues Personal einstellen dürfen. Wann ist es notwendig, das zu tun, damit die Leute nach einer Einarbeitung wirklich Ihnen konkret an einer Hotline helfen können? Der Anwenderkreis ist mehr oder weniger hier ein bisschen aus unserer Erfahrung ein etwas anderer. Es gibt natürlich kleinere und mittlere Unternehmen, wo es der Planungsprozess häufig in den Händen einer oder sehr weniger Personen liegt, die dann für alles zuständig sind. Ab einer gewissen Größenordnung ist es aber häufig so, dass dieser strategische Planer dann auch von einem Management, von einem Leiter Contact Center, manchmal auch einem bestimmten Abteilungsleiter oder auch auf einer Finanzebene genutzt wird, um bestimmte Überlegungen zu treffen. Das ist auch durchaus möglich, weil dieser strategische Planer ein Standalone-Produkt ist, was einfach auf einem PC installiert wird. Demgegenüber haben wir eine taktische oder eine kurzfristige Planung. Da geht es halt natürlich um die echten Einsatzpläne mit einer anderen, ja, normalerweise Nutzerstruktur. Und während es da bei dem ersten Teil in der Strategie mehr um Ressourcen, um Kapazitäten geht, um grobe Stunden und Kosten, geht es halt im zweiten Bereich, im taktischen, wirklich um die konkreten Einsätze. Letztendlich ist es so, dass nochmal zusammengefasst, Sie hier die Möglichkeit haben, bevor wir uns gleich ein paar Screenshots aus der Software anschauen, Sie wöchentlich oder monatlich Ihre Szenarien planen können. Sie können dabei bis zu 48 Wochen in die Zukunft gucken, was dementsprechend gut ein Jahr ist auf Wochenbasis. Sie können in dem gleichen Rhythmus auch auf Monatsbasis planen. Das heißt, da hätten Sie dann die Kapazitäten schon für mehrere Jahre in den Voraus zu gehen. Sie haben die Möglichkeit, mit Trends zu arbeiten. Diese Trends können erhoben werden aus den Call-Daten beziehungsweise Arbeitsvolumendaten. Auch E-Mail, Chat, andere Medien können importiert werden in dieses Tool. Das heißt, wenn Sie bestimmte Dateien haben, in denen Daten aus den letzten Monaten oder Jahren gespeichert sind, können diese integriert werden in diese strategische Planung. Falls Sie die Daten in einer Text- oder CSV-Datei haben, ist das möglich. Natürlich einfacher für Kunden, die Verint einsetzen, dort auch das Workforce Management Tool von Verint benutzen. Da gibt es eine direkte Verbindung zur normalen WFM-Datenbank, aus der dann die darin schon befindlichen Arbeitsvolumen für die verschiedenen Arbeitsbereiche einfach übertragen werden können. Und daraus können dann eben auch Trends berechnet werden. Das heißt, wenn ich ein Callvolumen habe über einen längeren Zeitraum, ist der strategische Planer durch Modellierungsverfahren, Simulationsverfahren und den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Lage, dort Trends zu entdecken, zum Beispiel Weiterberechnungen des Callvolumens zu machen, wenn das in den letzten Monaten oder Jahren sich ein bestimmter Trend dort gezeigt hat und ich davon ausgehe, dass dieser in einer bestimmten Art und Weise weitergehen wird, dann kann ich die Software quasi frei laufen lassen, diesem Trend zu folgen. Ich kann diesen Trend auch begrenzen, wenn ich das möchte. Da gibt es also diverse Möglichkeiten, das zu tun. Es ist gerade auch für Outsourcer mitentwickelt worden, also sprich Unternehmen, die ihren Outsourcing-Partnern Kapazitäten übermitteln müssen. Es ist generell entwickelt worden für die Contact-Center-Branche, wie auch ein Großteil der anderen Verint-Produkte und er zeichnet sich dadurch aus, dass er relativ einfach zu bedienen ist. Wenn Kunden da mit Software im Moment arbeiten, ist es meistens, dass mit Excel-Makros gearbeitet wird. Der Vorteil hier, ich muss nicht besondere Excel-Makro-Fähigkeiten besitzen oder mit Visual Basic-Skripten oder Ähnlichem umgehen können, um mir ein vernünftiges Tool zu basteln. Es gibt dort sehr gute Eigenentwicklungen, aber oft ist es ja so, was mache ich, wenn derjenige, der das Tool entwickelt hat, nicht verfügbar ist oder nicht mehr sich im Unternehmen befindet, dann stirbt eine solche Individuallösung sehr schnell. Da viel mit Excel gearbeitet wird, vielleicht aus unserer Sicht die Hauptunterscheidungskriterien zu Excel. Es geht hier darum, mit patentierten Simulationsalgorithmen zu arbeiten.
Sie haben die Möglichkeit, hier auch Multiskill-Szenarien abzubilden. Das werde ich gleich zeigen. Und Sie können halt hier sehr viele verschiedene Simulationen parallel fahren und die Ergebnisse dort sehr einfach vergleichen. Bei Excel ist es so, dass Sie normalerweise erst ein eigenes Modell erstellen müssen, dann eine gewisse Programmierungsarbeit haben, nachdem Sie sich überlegt haben, was Sie genau wie als Modellierung abbilden wollen. Sie haben in der Regel einen relativ hohen Aufwand, verschiedene Szenarien nebeneinander gut vergleichen zu können, die Sie mit diesem Modell fahren. Teilweise ist es auch schwer zu erklären, was in diesen Formeln enthalten ist, die sich dahinter verbergen, sodass also die Ergebnisse einer solchen Lösung nicht unbedingt transparent sind. Und der Zeitaufwand zumindest zur Erstellung eines solchen Systems ist in der Regel sehr hoch. Hier mal ein Blick auf den strategischen Planer von Verint. Er ist gegliedert in mehrere Bereiche. Und diese Bereiche oder das, was wir jetzt hier sehen, ist sozusagen ein einziges Szenario. Ein Szenario besteht aus, im oberen Bereich habe ich die Möglichkeit, mir Informationen zu bestimmten Arbeitswarteschleifen abzubilden. Das heißt, ich kann dort mit Volumen arbeiten. Wir sehen bestimmte weiß hinterlegte Felder in der Grafik. Weiß hinterlegte Felder sind eher für Kunden, die keine Anbindung an irgendwelche Drittsysteme haben, sondern ich kann auch hier einfach händisch bestimmte Volumen eingeben, bestimmte Bearbeitungszeiten für verschiedene Hotlines definieren im oberen weißen Bereich. Und dann kann ich dort auch Trends hinterlegen für ein Jahr oder für mehrere Wochen, den die Software weiter verfolgt. Anhand bestimmter Simulationen werden dann die Bereiche, die blau hinterlegt sind, automatisch von der Software errechnet. Wenn Kunden eine Anbindung an Drittsysteme haben, aus denen die Volumendaten und auch die Bearbeitungszeiten importiert werden können, dann werden diese weiß hinterlegten Felder nicht benötigt, sondern einfach von der Software selber automatisch aufgefüllt. Im mittleren Bereich sehe ich Daten, auch da gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein, zu Personalprofilen. Das heißt, ich kann hier hinterlegen, welche Qualifikationen besitzen bestimmte Mitarbeiter, welche Arbeitsstunden haben sie, welche Shrinkage-Quoten, Abwesenheitsquoten sind bei bestimmten Profilen hinterlegt. Natürlich auch Kostenstrukturen können hier hinterlegt werden. Kostenstrukturen können auch hinterlegt werden für die Arbeitsvolumina weiter oben. Und der untere Bereich, der hier ein bisschen abgeschnitten zu sehen ist, beschäftigt sich dann in einer Zusammenfassung des Gesamtergebnisses damit, teilweise Sachen auszuwerten, wie viel FTE-Kapazitäten benötige ich jetzt in diesem Szenario. Und man kann oben links quasi so eine Art Tab-Struktur erkennen. Und ich kann also hier verschiedene Szenarien sehr schnell auch nebeneinander legen, sodass ich mehrere Arbeitsblätter habe. Das ist so ähnlich wie die Excel-Logik, die von vielen Kunden geschätzt wird, sodass ich dann auch innerhalb von verschiedenen Szenarien die Blätter nebeneinander, übereinander legen kann, um sehr schnell bestimmte Faktoren miteinander zu vergleichen. Auch da grafische Auswertungsmöglichkeiten, gehe ich gleich noch kurz drauf ein. Für diejenigen, die vielleicht aus der Excel-Welt kommen und sowas wie eine Anbindung an eine Telefonanlage noch gar nicht gesehen haben, natürlich können hier Daten importiert werden. Das heißt, wir haben hier eine Tagesverteilkurve, wir haben hier eine Wochenverteilkurve, die kann aber auch manuell eingegeben werden, falls Sie über eine solche Anbindung nicht verfügen. Sie können hier per Drag and Drop sich die Tagesverteilung für einzelne Wochentage, für Feiertage, für Sondertage, für bestimmte Arbeitsvolumen selbst hinterlegen und genauso natürlich auch den Wochenverlauf. Darin genutzt werden auch dann eben Kostenelemente, also sollte Ihnen eine Hotline auch einen bestimmten Umsatz pro Call einbringen, können Sie das hier in der Simulation hinterlegen. Ebenso Service-Level-Vorgaben. Was erwarte ich? Wie viel Volumen muss hier abgearbeitet werden mit meinem Personal, damit ich von einem erfolgreichen Kundenservice sprechen kann? Das Gleiche geht natürlich auch für verzögerte Medien wie Post, Mail, Faxe, was auch immer es noch bei Ihnen dann da geben mag. Bei den Profilen ist zu hinterlegen, dass wir nicht nur die Wochenstunden und Arbeitsstunden hinterlegen können, sondern auch wir haben Lohnkosten, die wir hinterlegen können. Sollten Sie ein Unternehmen sein, wo Sie auch eventuell mit Mehrarbeit planen, anstatt immer nur neues Personal einzustellen, können Sie auch für diese Mehrarbeit separat Kosten hinterlegen.
Und Sie können auch in diesem Profil hinterlegen, wie viel Mehrarbeit pro Woche für einen durchschnittlichen Mitarbeiter dieses Profils möglich ist. Zu dem Profil gehört auch unten im Bereich, dass Sie sagen können, welche Qualifikationen weist denn ein Mitarbeiter dieses Profils auf? Also an welchen Themen, die Sie weiter oben erstellt oder importiert haben, kann denn ein solches Profil hier arbeiten und eingesetzt werden und wie gut? Haben Sie eine Mischung aus Telefonie und Schrift, können Sie auch ein prozentuales Verhältnis hier definieren und hinterlegen, dass Sie sagen, also zu 25% soll man Telefonmitarbeiter maximal noch an Schrift arbeiten oder das Niveau erhöhen, erniedrigen, wie es für Sie passt. Wichtig sind auch Abwesenheitsgründe. Das heißt, wir können hier ganz klar sagen, für verschiedene Abwesenheitsarten, seien es Schulungen, Trainings, sei es Krankheit, seien es Urlaube, seien es sonstige von Ihnen schon bekannte Abwesenheitsarten, die Sie in einer Simulation berücksichtigen wollen, können Sie hier mit verschiedenen Abwesenheitsszenarien arbeiten, sich die Ergebnisse anschauen. Sie können da natürlich auch verschiedene Abwesenheitsarten unterschiedlich simulieren und sich mal überlegen, was wäre denn, wenn ich hier aufgrund von Schulungsmaßnahmen 5% mehr Personal regelmäßig in Schulungsmaßnahmen hätte, die mir dann nicht zur Verfügung stehen im Vergleich zu einem anderen Szenario, wo ich weitermache wie bisher. Das lässt sich dann relativ leicht abbilden und integrieren. Ein wichtiger Punkt in diesem Simulationsverfahren sind auch Onboarding-Prozesse. Das heißt, Sie können hier zum Beispiel hinterlegen, dürfen Sie für ein bestimmtes Personalprofil überhaupt Personal einstellen? Ja, nein. Wenn Sie es dürfen, dann weiß die Simulation von diesem Verint-Tool, dass Sie dann halt auf einer bestimmten Hotline, sollte der Personalbedarf nicht ausreichend sein, Personal einstellen darf. Und wenn Sie das grundsätzlich erlauben, gibt es dort zwei Möglichkeiten. Personal kann eingestellt werden als neuer Mitarbeiter, der bisher wenig Ahnung hat und komplett neu angelernt werden muss. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe entweder zusätzlich oder anstelle neuer Mitarbeiter die Möglichkeit, hier oftmals Springer einzusetzen, die also vielleicht nur noch eine sehr geringe Einarbeitungszeit oder eine Auffrischung benötigen, bevor ich sie an die Front in Anführungsstrichen schmeißen darf. Dort ist dann die Einarbeitungszeit wesentlich kürzer und die Produktivität schneller erreicht. Es geht darum, dass Sie in dem Onboarding-Zyklus bestimmte Produktivitäten definieren, wann ein bestimmter Mitarbeiter wie gut schon zur Hotline passt. Wenn Sie ihn schon ab einem gewissen Zeitpunkt einsetzen wollen, kann die Software simulieren, dass er eben nur zu 30%, 40% der Normalkapazität zur Verfügung steht. Und dementsprechend dann auch simulieren, wie viel Arbeitslast ein solcher Mitarbeiter schon schafft, bis er mal irgendwann am Ende seiner Einarbeitungszeit bei 100% ist. Letztendlich für die ganzen verschiedenen Szenarien und Simulationen, die ich mit diesem Tool mache, kann ich mir auch nachher grafische Ergebnisse anzeigen lassen. Die kann ich auch exportieren. Das heißt, ich kann also verschiedene Szenarien miteinander vergleichen, wo ich Auswirkungen von bestimmten Kennzahlen überprüfen oder hinzuziehen möchte. Um mal jetzt zum Schluss zu sagen, was der Unterschied ist zwischen vielleicht Excel und einem solchen Tool. Die nächste und abschließende Folie soll Sie da nicht überfahren. Einfach nur mal ein Hinweis darauf, welche Kennzahlen wir überhaupt alle zur Verfügung haben, die Sie sich je nach Einsatzzweck einblenden oder ausblenden können. Sie müssen nicht mit allen Sachen arbeiten, die die Software vorhält. Sie können sich dann auch für bestimmte Szenarien die Kennzahlen aussuchen, die für Sie relevant sind. Nur mal als Übersicht, ich habe die Möglichkeit, mir in einem solchen Szenario auch immer nachher anzuzeigen, nicht nur die absoluten Zahlen pro Woche, pro Monat, sondern am Ende eines solchen Szenarios auch den Mittelwert von bestimmten Daten oder auch die Standardabweichung. Ich kann halt bei den Volumen natürlich auch mit Backlog arbeiten für Schrift oder verzögerte Medien. Ich kann Wachstumsraten definieren. Ich kann Service Level definieren. Ich kann mir anzeigen lassen, wie unterdeckt oder überdeckt ich mit bestimmten Hotlines arbeite, wie Sie das aus einem richtigen WFM-System können. Bei den Schulungsmaßnahmen kann ich definieren, sind Personalzugänge oder Abgänge überhaupt erlaubt? Wenn ja, zu wie viel Prozent darf ich noch aufstocken? Damit also auch die Software weiß, na gut, mehr als 10% Zuwachs ist hier gar nicht möglich oder von den Finanzkosten her gar nicht zulässig. Sie können sich eine Auslastung anzeigen lassen für Ihre Mitarbeiter in der Simulation.
Und letztendlich bei den Kosten haben Sie die Möglichkeit, generelle Kosten, Lohnkosten zu hinterlegen. Sie können aber auch einmalige Kosten geltend machen. Sie können Kosten für Mehrarbeit definieren. Sie können, wenn Sie outbound arbeiten, können Sie auch sagen, was habe ich denn eventuell für einen Kosteneingang pro Call? Was bringt mir auch eventuell ein bestimmtes Gespräch ein? Haben also dort die Möglichkeiten, auch die Kostenseite komplett abzubilden. Hiermit sollte jetzt in der Zusammenfassung deutlich werden, dass es sich um ein wesentlich komplexeres Tool handelt, in der Bedienung aber sehr einfach ist. Und damit Sie auf jeden Fall aus diesem Teufelskreis rauskommen sollten, immer nur kurzfristig die aktuelle nächste Planung anzugehen, sondern ja, sich langfristig auch mal Gedanken zu machen, wo Sie hinwollen als Unternehmen. Entscheidend vielleicht für die Planer auch, es ist nicht nur darum getan, jetzt Mehrarbeit auszurollen auf Sie, sondern die Erfahrung, die wir machen, ist ganz einfach. Sie weisen damit auch gegenüber dem Management nach, dass Sie analytisch in Ihrem Bereich arbeiten können. Es gibt in der Regel weniger Überraschungen, wenn man sich überhaupt schon mal mit der Zukunft beschäftigt, wie gut die Planung dann auch immer ist. Die wird immer noch mal ein bisschen angepasst werden. Aber es gibt statt einer kontinuierlichen Reaktion eine Antizipation und dementsprechend auch meistens den Eindruck, dass das Contact Center nicht nur ein Cost Center ist, was Geld verbrennt, sondern auch was Geld einbringt und was hilft, mit einer gewissen Analyse auch dem Unternehmen Geld zu sparen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, falls es noch irgendwelche Fragen gibt. Stehe aber auch im Nachgang gerne zur Verfügung, direkt im Kontakt oder über Xing oder LinkedIn. Und über den QR-Code können Sie sich direkt meine Kontaktdaten auch auf Ihr Smartphone speichern. Ich danke fürs Zuhören.